Achtung! Dieses Video enthält viele laute Geräusche, wie Schreien oder exzessives Fluchen. Ihr seid gewarnt, es wird laut. Hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer. Willkommen zu Let's Play Neverending Nightmares. Dies ist ein Indie-Horrorspiel oder insgesamt ein Horrorspiel, das mir von meinem allerliebsten Orki empfohlen wurde. Vielen Dank, Orki. Ich werde es ausprobieren. Um ehrlich zu sein, habe ich Neverending Nightmares schon mal ausprobiert. Es müsste jetzt, glaube ich, 2 oder 3 Jahre her sein. Aber ich war damals nicht so sonderlich begeistert und deswegen habe ich es nicht weitergespielt. Außer, glaube ich, vielleicht die ersten 5 Minuten oder so. Aber weil Orki sich das gewünscht hat, geben wir Neverending Nightmares nochmal eine Chance. Und ich würde sagen... Oh, nochmal kurz. Mikrofon? Ja, okay. Wir sind bereit. Fangen wir ein neues Spiel an. Achso, das Spiel ist übrigens, glaube ich, nur auf Englisch. Also, ja. Also, damit ihr euch nicht wundert. Oh Gott. Okay, gut. Play Options. Okay, ich würde sagen, wir fangen an. Ich weiß nicht, ich habe jetzt schon ein bisschen Angst. Ach so, ich glaube, weil ich das damals ja schon einmal angefangen hatte. Ach Gottchen, wir fangen vom Anfang an. Okay, okay, okay. Anscheinend hatten wir einen Traum, in dem wir eine junge Dame ermorden. Das ist nett. Ist das unser Hauptcharakter? Oh, okay. Das ist also unser Hauptcharakter. Okay. Das Bild... Kann ich hier... Naja. Okay, das Bild an der Wand ist übrigens sehr schön. Also nicht das von dem Mann. Ich meine, das hier von dem kleinen Mädchen. Ah, okay. Ich kann auch so laufen. Okay. Ach Gottchen. Kann ich irgendwie interagieren? Wie war das nochmal? Ach Gottchen. Ach Gottchen. Es ist lange her. Ist das ein Schrank oder eine Tür? Kannst du... Ich kann aber auch nichts... Okay. Okay, gut. Das sieht nach einem sehr großen Haus aus. Der Artstyle, möchte ich sagen, den finde ich echt sehr, sehr schön. Ja, anscheinend kann ich mit den Türen interagieren, weil die Türen so normales... Also so... Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ah, okay, ich bin im Badezimmer. Okay, gut. Hände waschen? Nein. Das Bad benutzen? Nein. Auf die Toilette gehen? Nein. Hey, okay. Unser Hauptcharakter möchte halt irgendwie gar nichts machen. Fine with me. Wie halt überall das Bild von diesem General rumhängt. Von dem hier. Also, ob das ein General ist, keine Ahnung. Ich kann aber auch echt mit nichts interagieren, außer mit den, Türen. Okay. Ach, guck mal, da ist was Helles. Also was Farb. Oh! Alter! Okay, das war ein Bild. Was ist das für ein Bild? What the fuck? Die Bilder verstören mich irgendwie. Da liegt ein Brief. Lies den Hauptcharakter. Los, lies ihn. Okay. Dann kannst du dir dieses Bild an. Okay. Gruselige Menschen. Also anscheinend kann ich nur mit den Dingen interagieren, die farbig hervorgehoben sind. Ich verstehe. Sind das wir und unsere Eltern? Ist es nicht das Mädchen, das wir ermordet haben? Ist das Mädchen unsere Schwester oder so? Okay, haben wir unsere Schwester im Traum ermordet? Creepy. Ja, was muss ich denn machen? Wie groß ist denn dieses Haus, bitte? Ich bin gerade... Oh, guck mal, hier ist ein neues Bild von so einem Macho-Heini. Hallo, Macho-Heini. Ich finde die Bilder, die hier... Oh Gott! Ich habe mich gerade erschreckt, wenn ich das Bild angucken konnte. Ja, du siehst eindeutig aus wie ein Macho-Heini. Aber das Bild ist gar nicht farblich hervorgehoben. Okay, anscheinend muss ich echt jeden Scheiß anklicken. What the fuck sind das hier denn für Bilder, bitte? Ein Mädchen und ein Axtmann? Okay, ich guck trotzdem mal, dass ich mal in jede Tür reingehe. Ich bin in der Bibliothek anscheinend. Okay.
Inveniator, Manus, Tua, Omnibus, Inigo. Okay, ich tut mir leid, ich kann kein Latein. Ich habe in der Schule leider nie Latein gelernt. Also, hier haben wir Psalm 21 und Psalm 22. Psalm David, Davids Psalm. Okay, ich habe keine Ahnung. Es ist eine Weile her, dass ich die Bibel gelesen habe. Ich schätze mal, das ist eine Bibel. Was macht die Bibel in der Bibliothek? Sollte die Bibel nicht eher in der Kapelle oder so sein? Okay, ich fange an rumzuplappern, weil ich voll Panik habe. Ich weiß nicht, was hier jetzt noch kommt. Ob hier so Jumpscares sind oder nicht, oder... Ich weiß nicht. Wieso steht hier mitten im Gang Bett? Was ist das für ein Haus? Was ist das für ein Bild von einem Raptor? Oh, hier ist es dunkel. Was war da? Ich höre Geräusche. Hallo, hier ist das Bild von... Alter, es ist dunkel. Von einem General. Kann ich das angucken? Also. Okay, dann gehen wir mal in die Tür. Ich habe Angst. Ich weiß nicht, wie das hier mit dem Speichern funktioniert. Okay, es ist... Anscheinend ist es nachts draußen. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ah! Gott im Himmel! Alter, mach das nicht nochmal! Oh mein Gott! Mein Herz! Alter, tut mir leid. Das war jetzt ein etwas lauter Schrei. Tut mir leid. Aber, oh Gott. Ich hab Angst. Dummer Vogel, kannst du nicht aufpassen, wo du hinfliegst? Okay, Küche? Essen? Speis. Oh, lecker Truthahn oder Hähnchen ist es eher aus dem Truthahn. Ich will Truthahn. Ich will Truthahn. Gib mir Truthahn, okay. Hauptcharakter möchte kein Truthahn. Alter! Hör auf damit! Spiel! Also so weit habe ich damals nicht gespielt gehabt. Ich glaube, ich habe ein, zwei Räume gemacht und dann habe ich schon wieder aufgehört. Ich weiß nicht warum das Spiel ist. What the fuck ist das? What the fuck ist das? Hackfleisch? Hatte irgendjemand menschliche Organe in den Fleischwolf gehauen? Was geht denn hier ab? Okay, das ist eine Küche. Vielleicht sind es auch tierische Produkte. Wir haben hier einfach Hackfleisch gemacht. Das kann sein. Wir haben Hackfleisch gemacht. Oh Gott, im Himmel. Ich bin draußen? Hä, wieso bin ich da? Was ist das Ziel von diesem Spiel? Okay, ich bin draußen. Schön, dass unser Haus direkt an so einem gruseligen Wald liegt. Hat die gerade gesagt, wake up? Schlafe ich gerade? Träume ich? Alter, ich hab Gänsehaut. Ohne Scheiße, es ist fucking scary. Ich würde ja gern aufwachen, aber wie? Okay, ich habe mal in der Schule gelernt, Tipps und Tricks, wie man aufwachen kann aus Träumen. Ich glaube, du musst irgendwo runterfallen, also wenn wir in so eine Klippe kommen oder so, runterfallen. Oder du musst dir selbst im Klaren sein, dass es ein Traum ist. Dann kannst du den Traum beeinflussen. Luzides Träumen, sowas? Oh Gott, nicht dein Ernst. Ein Friedhof ohne Scheiß. Ich will nicht. Schön, Alexander Bruce, hallo. Ich will nicht. Justin LP Frühling. Okay. Hallo, Leute. Ich will nicht. Ernsthaft nicht. Ich will nicht. Ich hab Angst. Kann ich hier in das Mausoleum rein? Nee. Mokka. Was? Wie bitte Mokka White? Oh. Das ist. Das ist ein schöner Engel. Das ist ein sehr großes Grab. Kannst du das angucken? No. You're still sleeping? You promised we'd meet for breakfast. Oh. Are you okay? You look upset. I'm sorry, I just had a terrible nightmare. I dreamt you were dead. That's silly. I'm fine. Besides.
was when we were kids. It's still true, isn't it? Yeah. Why don't you try to get back to sleep? I'll wait outside. Okay, wir haben einige Sachen rausgefunden. Also, unser Name ist Thomas. Hallo, Thomas. Und unsere Schwester Gabby war in unserem Traum tot. Das war das Grab von dieser Gabby. Was ich mich jetzt frage, ist aber offensichtlich, Gabby kommt her und sagt, hey, du schläfst noch, wir wollten noch zusammen frühstücken. Und wir sagen, ah, ich hatte einen Albtraum, wo du tot bist. Gabby sagt, ja, okay, ich bin noch am Leben. Schlaf du weiter, ich gehe. Wollten wir nicht zusammen frühstücken? Gabby, was ist falsch mit dir? Okay. Ich glaube, ich hätte gerade was gehört. Alter, das Spiel macht mich voll jumpy. Also, ist das mein Zimmer? Okay, das ist bestimmt das Bad hier. Da möchte ich mir bitte zuerst rein. Was sind das für Geräusche, bitte? Warum ist da was Blutiges? Nein, nein, Thomas, Thomas, geh zurück. Also, damit ihr es wisst, wir werden die Folgen nicht allzu lange machen, weil ich weiß nicht, wie lange dieses Spiel geht. Aber wir werden so ungefähr 20, 25 Minuten Folgen machen. Alter, die Hintergrundmusik ist krass. Ich weiß aber nicht, wie das mit dem... Sind das Zähne? Mit dem Speichern funktioniert. Sind, Alter, warum sind hier ausgerissene Zähne in meinem Bart? Okay, save and quit. Also, ich kann mittendrin speichern. Gut. Okay. Dann gehen wir mal Gabby hinterher. Die sollte hier draußen warten. Gabby! Gabby, wo bist du? Was ist das? Was sind das für Bilder? Alter. Wer hängt solche creepy Bilder ans Haus? Gabby? Hey, wo ist Gabby denn jetzt hin? Gabby! Wow, geil. Wir haben ein Bild von einer Execution. Ich weiß nicht das deutsche Wort. Aufhängung? Alter, ich hab grad Gänsehaut ohne Scheiß. Das ist echt nicht mehr nett. Alter, es ist dunkel. Alter, was sind das für Geräusche? Okay, das hier ist hier ein weiteres Schlafzimmer. Alter, das Bild. Hallo. Du hast einen Totenkopf. Das freut mich. Ich geh wieder. Alter, träume ich jetzt gerade wieder? Ne, weil Gabby hat uns ja geweckt gehabt. Da, die, ganz ehrlich, von diesen ganzen Bildern, dieses Bild mit dem Mädchen, das so verschleiert ist, ist echt creepy. Das macht mir... Gabby! Was ist los? Warum weinst du? Gabby! Alter, das Kind guckt, ist es Gabby? Hä, da geht's runter. Hier ist dunkel. Oh, eine zu, eine Tür. Die ist zu, eindeutig. Vielleicht muss ich was finden, mit dem ich sie aufmachen kann. Ist das ein Gang? Das sieht aus wie ein Gang. Oh Gott, ich kann da rein. Ach Gott, es ist ein Gang. Scheiße, gehe ich jetzt runter oder den Gang entlang? Ich gehe mal den Gang hier entlang. Okay, hier ist ein Bild von Schinken. Das finde ich geil. Ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Hier ist Schinken. Ich habe Angst, dass ich mich hier verlaufe. Alter, die Soldaten gucken voll böse. Ich weiß, ich fange wieder an zu plappern, aber hier sind halt so Mörder. Seht ihr das da unten in der Ecke? Da steht Mörder. Hier. Habe ich meine Schwester wirklich umgebracht oder habe ich das nur geträumt? Aber sie war doch vorhin da. Wo bin ich eigentlich? Oh. Leute, wir haben den Soldaten da, diese Puppe auf dem Klo gestört. Wie soll ich gehen? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich habe gar keine Orientierung mehr. Oh mein Gott. Ohne Scheiß. Puppen. Ich hasse Puppen. Oh Gott, das ist creepy. Da, sie hat schon wieder gesagt, wake up, also schlafe ich. Hat sie mich doch nicht geweckt. Okay, lass uns aus diesem Puppenzimmer raus. Ich habe Gänsehaut bis zum geht nicht mehr. Wo bin ich? Wieso liegen hier überall Puppen rum? Okay, warte, ich gehe in die Richtung. Alter, die Geräusche! Ohne Scheiß! Ich habe Angst! Hä? Da ist nochmal das Bild vom Schicken.
Da wird es jetzt auch weitergehen? Hä? Ich bin voll verwirrt. Ah, warte. Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Das Bild vom Schinken. Ah, ich weiß, wo ich bin. Okay. Warte, heißt das, ich bin jetzt gerade im Kreis gelaufen? Wir gehen mal weiter in die Richtung. Das Puppenzimmer. Wir sind da durchgegangen. Okay, dann laufen wir mal weiter. Oh! Oh Gott! Alter, was ist das für eine morbide Uhr, bitte? Okay, es ist anscheinend 10 Uhr. Abends, mittags, ich weiß nicht. Alter, die Geräusche. Das ist so dunkel. Kann ich nicht irgendwie eine Taschenlampe oder so finden? Oh, ich hab voll Panik. Ohne Scheiß, ich hab voll Angst. Alles ist das Bild von dieser verschleierten Kuss. Ah! Gott! Nein! Hör auf! Ich hab Angst. Ich will nicht weiterspielen, ich hab Angst. Es tut mir leid, dass ich so viel rumschreie, aber ich hab echt Panik. Oh mein Gott. Diese Atmosphäre ist genial. Oh Gott. Ich hätte vielleicht doch runtergehen sollen. Vielleicht ist Gabby doch unten. Oh, ich will nicht. Ich hab so Angst. Ich hab Angst. Gibt's hier überhaupt irgendwas, was mich töten kann? Oder ist es einfach nur so ein Jumpscare-Spiel? Okay, wir laufen einfach weiter. Wir sind stark. Ich hab so Gänsehaut. Ohne Hallo, Mann mit zwei Weingläsern? Wenn ein Weinglas nicht genug ist, nimmt man zwei. Ich versuche gar nicht mehr, diese Bilder zu kommentieren an der Wand. Oh, Mannequins. Oh, wieso? In diesem Spiel ist echt alles, was ich hasse. Puppen, Mannequins. Oh. Okay, sieht aus, als wäre das hier so ein Schneiderzimmer. Gut, gehen wir wieder. Bevor diese Mannequins anfangen. Was hat die da in ihrem Kopf? Eine riesengroße Nähnadel. Oh mein Gott. Ich hab Angst. Ohne Scheiß, kann ich das Bild hier angucken? Ohne Scheiß, ich hab total Angst. Ich will nicht weiterspielen. Es gibt so viele Räume. Jetzt weiß ich wieder nicht, wo ich bin. Okay, gehen wir jetzt nicht hier rein. Nee, vergiss es. Ich gehe doch nicht in ein dunkles Zimmer. Vergiss es. Ich will erstmal eine Taschenlampe oder so haben. Oder nimm doch so eine Kerze mit. Ich wollte gerade sagen, nimm doch so eine Kerze mit. Oh Gott, ich muss echt in das dunkle Zimmer. Ach, da wird sie doch verarschen. Okay. Bringen wir es hinter uns. Oh Gott, ich habe so Angst. My God, why have you forsaken me? Das sind doch wir, oder nicht? Das sind doch wir. My God, why have you forsaken? Ich kann es jetzt nicht genau übersetzen. Ich glaube, es ist, warum hast du mich verraten oder so, also irgendwas. Das bin ich, das ist eindeutig ich. Willst du nichts zu deiner Leiche sagen? Hallo, Thomas, es ist deine Leiche da unten. Das bist du, eindeutig. Okay, Thomas will nichts dazu sagen. Wieso kann ich meine Leiche nicht angucken? Hallo, Thomas, bitte guck deine Leiche an. Okay, das ist eindeutig ein Traum, aber Thomas will seine Leiche nicht angucken. Wir gehen weiter. Wieso ist es jetzt überall dunkel? Wieso regnet es draußen? Ah! Ich will nicht. Ich hab Angst. Oh Gott, ist das creepy. Ah! Oh Gott! Oh Gott! Da war was hinter mir! Oh Gott! Oh Gott! War das Gabby? Gabby, warst es du? Okay, okay. Gabby ist weg. Okay, okay. Wir gehen zurück. Wir gehen. Ah! Oh Gott, sie ist hinter mir! Okay, renn, Thomas! Oder lauf im gemäßigten Schritt! Alter, das ist Gabby, aber Gabby sah nicht gut aus. Okay, ich gehe weiter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bitte töte mich nicht, Gabby aus meinem Traum. Bitte töte mich nicht. Ich hab so Angst. Pull
laufe ich eigentlich hin? Ich will runter, ich will runter. Ich weiß, wo ich hin möchte. Okay, 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 okay. Beeil dich, Thomas. Ich möchte runter. Ich möchte bitte runter. Okay, okay. Es ist wieder hell. Okay, gut. Alles gut. Alles gut. Oh mein Gott. Alter, dieses Spiel macht mich fertig. Das ist die erste Folge und das Spiel macht mich schon fertig. Da ist das Bild von dem Schinken. Ich möchte runter, bitte. Ich weiß, wo ich bin. Ich weiß, wo ich hin möchte. So, bitte. Da ist jetzt so eine Tür. Hier möchte ich hin. Ich möchte bitte ein Stockwerk runter. Oh Gott. Ich hab so Angst. Oh Gott. Lauf schneller, Tomme. Alter, es ist dunkel. Okay, hätte ich eh nichts machen können vorhin, weil ich die Lampe, das Licht noch nicht hatte. Was ist hier los? Gott, da ist doch irgendwas direkt vor mir. Oh Gott. Ich sehe Blut. Ich sehe Rot. Ich sehe Rot. Ah, okay. Und mit der Axt. Ich kann nicht beides tragen. Wie, ich kann nicht beides... Oh Gott, mit der... Ah! Okay, Leute, das war's. Ich beende die Episode hier für heute. Das ist mir genug. Ich hoffe, euch gefällt das neue Abenteuer. Tut mir leid, wenn ich etwas viel rumgeschrien habe, aber das Spiel ist echt scary. Oh Gott. Lasst einen Like da oder einen Kommentar, falls es euch gefallen hat. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin. Bye, bye.